Hallo und herzlich willkommen mit Reisende durch das Universum zurück zu Zapping the Sot, dem zweiten Teil der Degree of the Scree Trilogie. Und ja, wahrscheinlich ist das hier und heute der letzte Teil von dieser netten kleinen Exkursion. Nennen wir es einfach mal so und dann geht es. Ja, wahrscheinlich Ende nächster Woche, vielleicht Anfang übernächster Woche, dann wahrscheinlich etwa weiter mit dem dritten und letzten Teil der Trilogie, die auch von dem legendären Selig gemacht wurde, der auch für die Universal's Toast Trilogie verantwortlich war. Und bevor hier noch mehr knarzt, würde ich einfach mal sagen, gehen wir in die gute Stube und schauen uns an, was wir hier haben. Wir haben einen Keen-Klon, der in die Tiefe gestürzt ist und wo ich dachte, der ist tot. Aber nein, dem war nicht so. Okay, wir haben schon mal einen unnötigen Ton hin, Ton. Genau, wir haben einen unnötigen Ton hingelegt. Nee, einen unnötigen Tod. Es geht schon mal gut los. Muss ich sagen. Und zwar mit einem Fail. Mit zwei Fails. Es ist aber auch schwierig. Also wirklich nur. Wirklich nur so leicht zu drücken, dass man nicht hoch genug springt, um dagegen zu kommen. Ist gar nicht so einfach. Auf jeden Fall, der Anfang, der lässt schon einiges vermuten. Mal sehen, ob das auch so bleibt oder tendenziell schlimmer wird. Wir brauchen eine grüne Keycard. Wahrscheinlich brauchen wir hier sowieso wieder alle Keycards, die möglich sind. So, mal gucken. Fällst du runter? Oder bist du zu dumm zum Fallen? Das gefällt mir tendenziell nicht. Wo ist der denn jetzt? Spiel! Okay, ist der da irgendwie hochgefallen? Ja, doch, doch, okay. Dann ist alles gut. Ich dachte schon, hier irgendwie springt er hoch und er fällt mir ins Gesicht. Und ja, das ist bereits schon mal passiert. Da braucht ihr gar nicht so zu lachen. Oft genug sogar. Okay, es ist halt die Frage, hoppala, ist dieser Weg wichtig? Also wichtig im Sinne von, gibt es hier eine Keycard? Ich nehme mal an, das Level ist relativ lang. Und wir werden aber auch bald sehen, wie lang. Okay, das war gerade eine Nachricht von dem lieben Flio, der mir ausgerechnet jetzt gerade schreibt zu Beginn dieses Parts, und da haben wir die grüne Keycard. Ich schätze mal, dann müssen wir hier erstmal nicht weiter, vermute ich jetzt einfach mal. Und wir gucken einfach mal gerade, was hier ist. Außer ein Gegner. Ja, okay, ich möchte da jetzt nicht sterben. Was haben wir hier? Okay, das. Das gefällt mir dezent nicht, was da ist. Und deswegen gehen wir direkt dahin, weil ich das keinesfalls am Ende machen möchte. Keinesfalls. Ja. Ich glaube, der passt gar nicht hier rein, also von der Hitbox her. Okay, man merkt schon, ich habe ja schon einige Stunden heute gestreamt, deswegen klappt das gerade deutlich schlechter. Ich merke auf jeden Fall schon, wie die Anstrengung in meinen Armen ist. Aber ich wollte heute auf jeden Fall noch das zu Ende bringen. Na komm, spring doch mal. Na gut, dass wir davon mehr als genug Schuss haben. Okay, da ist eine Keycard.
Es hat sich schon mal gelohnt. Ich meine, gut, wir hätten da jetzt das Licht ausmachen können, oder? Ist es nicht Schalter? Ah, nee, das ist Dekobaum. Das ist nicht mal ein Lichtschalter. Okay. Okay, wir haben zwei von möglicherweise oder sehr wahrscheinlich vier Keycards. Okay, da warten wir mal gerade. Hallo. Blöder Keen-Klon, Dankeschön. Also das, was ich am nervigsten finden würde, wären jetzt beispielsweise irgendwelche Dinge, die aus dem Nichts auftauchen und passieren. Also praktisch, wenn mir beispielsweise sowas hier, wäre ich jetzt daran gestorben, hätte ich das schon ziemlich ätzend gefunden. Das wird wohl, da muss ich wahrscheinlich nie wieder lang. Okay. Okay. Beispielsweise sowas hier. Jetzt habe ich mich für die falsche Richtung entschieden. Und das hat mich jetzt umgebracht. Okay, egal. Bisher war das ja alles noch nicht so schwierig, aber irgendwann muss ich wahrscheinlich dann doch laden. Oder das ist ja eine Plattform, die habe ich ja komplett irgendwie aus meiner Erinnerung gelöscht. Da ist wahrscheinlich noch eine Keycard oder so. Von daher sollte ich ja mitnehmen. Halten wir uns mal schussbereit, falls. Och, nö. Und dann ist noch sowas da. Okay, wir müssen aber herausfinden, ob da, ihr wisst schon, eine Keycard ist. So ätzend, wie ich das auch finde, aber wir müssen da halt durch. Ne? Das Timing war gerade ziemlich schlecht. Ja, okay, wir sehen da ja die Warnung. Ist nett, dass wir davor gewarnt werden. Das Problem ist, man kann trotzdem relativ schlecht da drüber springen. Wie kann man eigentlich da durch? Oh nein. Erkennt ihr, wo das Problem liegt? So. Okay, das wird Hardcore, das Level, habe ich das Gefühl. Weil das hier ist schon ultra heftig General. Ich meine, es geht noch, aber es ist wirklich alles andere als einfach. Okay. Den habe ich irgendwie. Wahrscheinlich wollte er beim letzten Mal springen. Lassen wir mal die Punkte sein. Okay. Das heißt, ich muss da oben erstmal rechts lang. Ich darf das nicht vergessen. Ja, ich versuche mir gar keine Mühe gerade hier zu geben. Wieso auch? So, wir haben wieder zwei Keycards. So viel hatten wir eben schon. Aber wir brauchen hier die grüne Keycard. Okay. Also war hier nicht irgendwie noch ein Gegner oder ist er komplett nach oben gebuggt? Das wäre ja unschön. Ich glaube, ich versuche es lieber mal von dieser Seite hier. Ah, ich schätze mal, er kam da von da oben oder so. Ehrlich gesagt hoffe ich gerade, dass das gesamte Level nicht viel schwieriger wird, aber naja. Wir sind immer so ehrlich, das wird es wahrscheinlich trotzdem werden. Diese Sprünge verstehe ich nicht. Warum muss man diese Sprünge da drin haben? Oder ist er gar nicht tödlich?
Ich glaube, er ist tödlich. Okay, da brauche ich eine rote Keycard. Und eine blaue. Ich hoffe mal, ich war hier nicht zu früh. Komm, spring da rüber. Oh Gott, ich musste hier noch nicht hin. Das ist ja ätzend. Das ist ja ätzend, okay. Okay, auf jeden Fall da nie wieder nach links. Nie wieder. Sehr schön, den sind wir schon mal los. Ich will es gar nicht wissen, ob man daran sterben kann. Ich will es gar nicht wissen. Okay, müssen doch erstmal hier hin. Wir nehmen mal die Punkte mit, weil wir haben ja noch genug Schuss. Ja, das musste jetzt gerade mal sein. Ein bisschen spammen. Okay, wir müssen rechts hoch. Ja, irgendwie... Schnell! Okay, ich glaube, einen anderen Weg gibt es nicht. Einen anderen Weg gibt es nicht. Was mir auf jeden Fall... bis zu diesem Zeitpunkt gefällt von dem letzten Level. Es ist spielerisch herausfordernd. Also ist es jetzt irgendwie nicht wirklich herausfordernd. Also herausfordernd schon, aber halt nicht auf eine Art und Weise, die jetzt irgendwie unangenehm wäre. Beispielsweise irgendwie unfair herausfordernd. Hat eine relativ angenehme Schwierigkeit. Okay, ich glaube, man soll das wahrscheinlich so machen, oder? Ne, keine Ahnung. Keine Ahnung. Jetzt haben wir wieder diesen Sprung hier. Ich glaube, das Ding ist nicht tödlich. Ich glaube, das soll einfach nur da stehen und lachen. Okay, wir haben jetzt die benötigten Keycards für hier. Verzeihung, ich wollte gerade ultra super safe gehen. Es sieht doch so aus, als ob da ein Shikadi ist. Nee, da ist keiner. Ich wünschte, ich könnte down. Oh Gott. Hier ist tatsächlich ein Shikadi. Obwohl es. Es geht eigentlich noch, oder? Ja, es kann jetzt halt dauern. Bis ich den mal treffe, kann das jetzt dauern. Na komm. Er springt halt irgendwie selten hoch genug. Ich möchte halt nicht runterspringen, weil ich möchte, ehrlich gesagt, den ganzen Mumpitz nicht nochmal machen. Das ist auch der einzige Weg, der noch übrig ist. Von daher geht's da... Ach... Ja, niemals hoch genug springt, wenn ich schieße. Ich muss ihn nur viermal treffen. Viermal mit 200 Schuss. Ganz ehrlich, diese Gegner hätte man irgendwie weglassen können. Weil die... Oder denen halt irgendwie eine andere Fähigkeit zu geben. Herumzuspringen... Treffe ich denn überhaupt da? Ja, ich treffe ihn, okay. Ja, einmal getroffen von vier, zweimal getroffen von vier, die nötig sind. Na komm, lassen Sie sich nicht so bitten. Na fast. Ich hab irgendwie die Angst, irgendwie random zu sterben an einem Punkt.
Ich möchte nicht mal, wenn der nur einen Krauch runterspringen. Nicht mal dann möchte ich das. Na komm. Das ist halt leider so eine Sache vom Level-Design her, die mir jetzt nicht so zusagt. Weil das hätte man auch geschickter lösen können. Na komm schon. Ja, nur 180 Schuss. Also wir haben hier schon über 100 Schuss gelassen. Nur in diesem Level. Nicht, weil hier wirklich viele Gegner sind, sondern weil die Gegner vielleicht vereinzelt semi-intelligent platziert. Wie ich ausgerechnet in dem Moment aufhöre zu schießen, wo er wunderbar. Wisst ihr was? Wir springen mal hier hoch und wir gucken mal. Genau deswegen gucken wir. Also jetzt muss ich tatsächlich um meine Munition bangen. Ach Gottchen, nee. Warum gleich drei? Ich weiß, das ist das Ende und so. Aber du gibst mir auch keine Möglichkeit, die irgendwie ordentlich zu umgehen. Selbst das Original, also King 2, hat mir Wege gegeben. Lol, wenn das mich jetzt random gekillt hätte. Ich hätte den Part einfach beendet, wortlos. Weil das wäre ja absoluter Schmutz gewesen, ganz ehrlich. Ja, ich muss auf jeden Fall laden, wenn ich sterben sollte. Was ich nicht hoffe. Na komm. Ja, springen Sie. Also ehrlich gesagt, für ihre Fähigkeiten halten sie auch zu viel aus. Ich meine, sie können relativ hoch aus dem Stand springen, ohne ohne Hilfestellung, wie jetzt beispielsweise ein Pogo. Und sie können schießen. Und ihre Schuss sind genau auf der Höhe, wo sie nicht geblockt werden können. Also sie können an sich schon geblockt werden, nur leider muss man dafür etwas springen und versuch mal so schnell zu springen und dann zu schießen, um einen Schuss zu blocken. So. Ja, wow, jetzt ist er zweimal so hoch gesprungen und ich schlafe einfach. Wie das einfach gerade irgendwie mindestens 30% von Gesamtvideo ausmacht. Also, wenn da jetzt noch so einer ist, dann weine ich aber. Dann weine ich wirklich. Ist es das wirklich das Ende? Irgendwie traue ich dem Ganzen noch nicht. Lol, da kann man noch sterben. Habt ihr das gesehen? Das ist noch so ein Ding, wo man sterben kann. Ich hab jetzt einfach... Oh nein. Ich habe jetzt einfach nur richtig geraten. Das gönnen wir uns jetzt noch zum Abschluss. Aha. Das ist es. Das war's. Keen has destroyed the sword. The fuses are broken and the clones are ruined, but... Wait, Keen is still on the sword. Acting quickly, he jumps into a escape pod. Was ist mit der Beanus Bacon Mega Rocket eigentlich? Ich glaube, ich habe zu wenig die Story an sich verfolgt. But what's this? The pod is piloting itself. It's headed for the Skrees homeworld, known as the M-Dimension. What will Keen do? We will find it out next time. On Dragon... Ne, Moment. Wow, sogar ein relativ hübsches Bild. Wow. Keen sieht zwar ein bisschen heavy-headed aus und da wird tatsächlich gesprochen und ich achte überhaupt nicht darauf. Oh, wir sind umgeben von den Scree. Ah, die halten mich für einen Klon.
Ja, wir werden es erfahren. Und zwar beim nächsten Mal, wenn es in die dritte Episode der Kree of the Scree Trilogie gibt. Ich muss sagen, das letzte Level, mal abgesehen von dem Ende, fand ich okay. Ehrlich gesagt hätte es ein bisschen schwieriger sein können. Und dafür halt irgendwie schlecht platzierte Gegner irgendwie weggelassen. Also da hätte man schon ein bisschen mehr machen können. Also im Vergleich zu ein paar anderen Leveln war das jetzt nicht so unglaublich herausfordernd. Es hatte zwei, drei eher kompliziertere Sprünge. Und ich weiß immer noch nicht, ob der Selig da einen wirklich tötet oder einfach nur Deko sein soll. Ich weiß es nicht, vielleicht ja, vielleicht nein. Wir werden es niemals erfahren, weil ich habe die Sprünge tatsächlich immer hinbekommen. Aber an dieser Stelle, das hier war tatsächlich das 700. offizielle Commander Keen. Ne, Moment. Das 700. offizielle Shikadi-Netzwerk-Video. Es gibt ja auch noch andere Videos auf meinem Kanal, nicht nur Commander Keen. Obwohl natürlich hauptsächlich Commander Keen. Und ja, 700 Videos sind jetzt hier in diesem Keen-Archiv. Ich bin ehrlich gesagt beeindruckt, wie viel das wirklich ist. Und ja, ich schätze mal, die 1000 werden wir auch irgendwann mal knacken. Und ja, vielleicht geht es dann. Ne, ich glaube, die Tage geht es erstmal weiter mit Alien Isolation, den Upload von dem Stream, mache ich einfach, weil es. Ich stream aktuell etwas mehr als, naja, eigentlich überhaupt. Von daher muss ich halt die Zeit, die ich ins Stream irgendwie investiere, dann doch für das ein oder andere reguläre Video benutzen. Ansonsten schaffe ich das gar nicht, alles zu machen. Wir haben zwischenzeitlich auch schon nach 9 Uhr heute, weil ich vorhin gestreamt habe. Aber ja. In diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns in wahrscheinlich 4 Tagen, weil morgen oder übermorgen erstmal dann Alien Isolation kommt. Und vielleicht gibt es auch das Wochenende noch einen Alien Isolation Livestream. Das hängt ein bisschen davon ab, wie ich das und ob ich das mit X-Ray zusammen irgendwie kommunizieren kann. Aber in diesem Sinne würde ich schon mal sagen, grüßt mir die Sonne und macht's gut.